Servus Jungs und Mädels und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chunkblock und herzlich willkommen zu Folge 4. Wir haben heute wieder einiges vor in dieser Folge und da hinten ist sogar ein Sapling, den nehmen wir natürlich mit. Und wo bauen wir unseren nächsten Baum hin? Hier bauen wir den hin. Und zwar werden wir hier noch ein bisschen erweitern und natürlich oben mal unsere Etage fertigstellen, die wir schon so lange geplant haben, mal endlich fertigzustellen. Aber leider wurde das ja nie was. Aber naja, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt einfach weitermachen. Und was ist hier eigentlich passiert? Ach ja, hier müssen wir auch noch ein bisschen mit Cobblestone auffüllen. Und das werden wir alles in dieser Folge machen. So, hier ein bisschen den Cobblestone hin. Und, ach, gerade nochmal richtig hinsetzen. Und jetzt müssen wir nochmal ein bisschen Cobblestone eigentlich abernten, um oben dann die Etage hinzubauen. Und hier rechts hinter uns dann noch ein bisschen den Weg zu erweitern und alles geht hier in die Lava. Mann, muss doch nicht sein. Aber naja, nichtsdestotrotz, wir bauen hier weiter ab. Und ich habe heute auch noch ein bisschen was zu bereden, denn wir sind ja heute auch wieder etwas länger an diesem Cobblestone-Ding, wie ich zumindest glaube. Hoffe ich zwar nicht, aber ich glaube es. Und wenn das dann der Fall ist, werde ich auf jeden Fall mal ein Themachen auskramen, was mir dann auch wieder spontan so eingefallen ist vor der Folge. So. Komm schon. Ach, übrigens im Hintergrund gerade die Musik von 5XL Beats, aber von KST Beats irgendwie gecovert worden, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich kann mich da aber auch täuschen. Auf jeden Fall ist es in der KST Beats Playlist bei mir drinne. Ich weiß nicht, wie es da hingekommen ist, wenn es von 5XL Beats das Lied ist. Ist auf jeden Fall von 5XL Beats gemacht worden, aber ich glaube, das ist jetzt irgendein Cover von KST Beats. Also vor lauter Beats blickt ihr gewiss jetzt auch nicht mehr durch. Also KST Beats und 5XL Beats, das sind zwei unterschiedliche. Also wundert euch da nicht. Ach du Kacke, ey. Scheiß Lava, sag ich dazu nur. Wir müssen dringend diese Scheiße hier mal abbauen. Und hier können wir keinen Baum mehr hinpflanzen. Na, wunderbar. Ja, echt blöd gelaufen hier. Nicht, dass das hier noch irgendwie überschwingt, das Feuer. Okay. Können wir die beiden hier mal wieder wegnehmen. Ja, Mann, hätte ich das mal vorher gewusst. So. Hier unsere kleine Holzfarm, die man auch hier noch hinbauen könnte. Das hätten wir jetzt ein bisschen erweitert, da muss aber noch ein bisschen mehr hin. Okay, oh, wir haben jetzt ziemlich viel Holz. Das können wir noch schnell abbauen, wenn wir schnell sind. Komm, 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 komm. Jawohl, ging eigentlich noch, wir konnten noch relativ viel Holz hier retten. So, und das kann dann alles auch hier wieder rein. Die Äpfel brauchen wir erstmal nicht, wir haben noch genug. Und jetzt müssen wir eigentlich auch schon wieder an die Cobblestone Farm. Also schreibt es wirklich mal in die Kommentare. Ich nehme nämlich jetzt, also ich konnte von der letzten Folge die Kommentare nicht lesen, weil ich direkt wieder aufgenommen habe. Aber für Zukunft könnt ihr mir es immer wieder in die Kommentare schreiben. Ob ihr wirklich jetzt, ja, entweder ihr wollt es sehen, dass ich hier den ganzen Cobblestone, ja, mir hole, indem ich hier immer drauf kloppe, oder ihr wollt sehen, dass ich es cheate oder was weiß ich mache oder offscreen das Ganze. Aber wenn ich es offscreen mache, kann ich es auch direkt aufnehmen. Also von daher, mir ist das völlig egal. Ich finde es nur besser, wenn man sich dann hier auch richtig ordentlich erwirtschaftet. Das ist dann einfach Minecraft-Style und nicht irgendwie Cheating, Cheating. Oh, jetzt habe ich es auf einmal in meinem Inventar. Das wäre dann schon ein bisschen blöd. Und ich habe ja kein... Und es steht auch sogar in den Regeln, keine Hacks bzw. keine Cheats. Deswegen werde ich das auch eigentlich nicht machen. Außer wenn jetzt irgendwas ziemlich Blödes passiert, dass irgendwie... Ja, keine Ahnung. Dass irgendwas kaputt geht, was eigentlich nicht kaputt gehen darf. Und dann werde ich es vielleicht noch überlegen. Aber ansonsten werde ich nicht cheaten. Und das habe ich mir auch geschworen in Minecraft. Bei keinem Let's Play cheate ich. Und das werde ich auch eigentlich so durchziehen. So, wir haben jetzt 40 Cobblestone. Damit müssten wir weit kommen. Boah, ich muss nochmal mein Headset positionieren. So.
Headset richtig positioniert und weiter geht's hier oben. Wunderbar. Oh, oh, oh. Wieder Fail gebaut. So. Oh, ganz langsam hier und ganz gechillte Musik im Hintergrund. Ah, ist das schön. Hier in der Nacht, mitten in der Nacht, auf einer kleinen Insel. Hier auf der Map Chunk Block. Und wir bauen uns gerade eine zweite Etage hier über unserer ersten Etage, über unserem Inselchen, was wir ein bisschen erbaut haben. Und was wir auch schon zum Teil so vorgefunden haben. Aber ich denke, wir kommen weiter. Und jetzt haben wir keinen Cobblestone mehr. Mann. Ach, da ist wieder ein Baum gewachsen. Und wir sehen, aha, die zweite Etage ist höher als der Baum. Den nehmen wir natürlich noch mit. Oder wir lassen die jetzt einfach mal alle wachsen. Denn wir haben eh genug Holz und wir brauchen zurzeit kein Holz. So, was wollte ich machen? Ach ja, wir brauchen Stöcke. Dringend, dringend. Stöcke, Stöcke. So. Und jetzt müssten wir... Steine bräuchten wir. Wir brauchen dringend Steine. Aber dafür haben wir unsere Holzhacke. So. Drei brauchen wir jetzt eigentlich nur noch. Ja, wir haben drei. Wunderbar. Ab mal zum Crafting Table, der hier immer noch in der Luft schwebt. Da entschuldige ich mich natürlich auch nochmal für. Aber ich denke, das können wir auch irgendwann noch klären, wie wir das dann machen. Ach, die Stöcke. Da wollte ich ja heute in dieser Folge auch noch was machen. Und zwar bräuchten wir ja nochmal ein bisschen Kohle. Und deswegen werde ich jetzt hier ein bisschen Kohle produzieren. Und das will jetzt irgendwie nicht. Ja, so geht es. Wunderbar. Ja, hier diese Holzkohle, damit aus Holzkohle kann man nämlich auch Fackeln machen, deswegen werden wir das Ganze natürlich auch mal so machen, denn wir brauchen 31 Fackeln und 16 haben wir bislang. Und ja, jetzt müssen wir ja wieder Cobblestone ernten. So, hier. Ja, Nahrung ist immer noch ein kleines Problem, weil die Melonen immer noch nicht gewachsen sind, aber es sieht auf jeden Fall schon definitiv besser aus. Aber ich warte auf jeden Fall noch mal ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, wie in diesem Texture-Pack die Melonen auf Endstadium dann aussehen. Keine Ahnung. Aber wir werden das natürlich dann auch mal ausprobieren. Wenn jetzt länger irgendwie diese Form hier bleibt, dann wird es wohl sein, dass das dann so ist. Aber naja, wir gucken einfach mal. Wir warten ab. So. Schön Cobblestone farmen. Hier schön an unserem Dingens hier dran. Ach ja, ist das schön. Das ist richtig schön. Vor allem, weil die Hälfte noch in die Lava hier geht. Ja, und da das jetzt hier auch mal vielleicht jetzt auch mal länger dauert, damit wir mal ein bisschen mehr Cobblestone für unsere Farm da oben haben, würde ich jetzt mal so ein ganz spontanes Themachen anschneiden. Und zwar die erste Fußball-Bundesliga, habe ich mir mal so überlegt. Es ist ja eigentlich jede Woche, so gut wie jede Woche, ein Spieltag, außer wenn jetzt ein Länderspiel ist oder was weiß ich. Und ich muss ja ehrlich gestehen, ich verfolge die erste Bundesliga jetzt nicht so wie die zweite Bundesliga. Das liegt aber auch daran, weil ich in der zweiten Bundesliga einen Verein habe, den ich sehr mag, und zwar den FC Energie Cottbus. Ich komme jetzt nicht aus dem Osten, das ist sehr ungewöhnlich, ich komme nämlich aus dem Westen und ich mag diesen Ostclub sehr. Weil ich finde, was die für ein Fußball spielen, das ist einfach sensationell. Und die haben sich so schnell hocharbeitet. Der Verein hat sich gegründet im Jahre 1966. Und jetzt sind sie zweite Liga, waren auch schon lange erste Liga, sind dann aber abgestiegen. Und jetzt sind sie gerade dabei, wieder auf dem richtigen Weg in Richtung erste Liga zu sein. Und das wäre natürlich dann sehr schön, wenn sie wieder erste Liga kommen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Sie sind, glaube ich, jetzt irgendwie Zweiter oder Dritter, haben ein bis zwei Spiele verloren. Ist ganz gut, kann man mit leben und man ist natürlich auf dem besten Weg. Okay, früher hatte man den Nils Petersen, der hatte eine Bude nach der anderen geschossen, aber dann kamen die Bayern an und haben sie einfach weggekauft und ihn natürlich dann auch nicht zum Zuge gelassen. Nur ab und zu mal wurde er eingewechselt. Hat dann auch mal ab und zu, also eher selten natürlich, dann auch ein Tor geschossen. Aber ist klar, ich finde seine Entwicklung
hat sich jetzt nicht groß verändert in Bayern, denn er hat ja eigentlich immer gespielt in Cottbus. Und in Bayern wurde er halt immer nur eingewechselt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist für einen Fußballer, der gerade in seiner besten Entwicklungsphase ist, dann nur auf der Bank zu spielen. Also, das finde ich eigentlich nicht so gut. Und da werden noch einige Fehler gemacht mit den Transfers. Aber es ist halt so, dass die immer nur gute Spieler haben wollen. Und Nils Petersen war halt damals in der zweiten Liga der Torschützenkönig mit 24 oder 25 Toren, was schon echt eine super Quote war. Und Cottbus wollte den natürlich unbedingt haben, aber wenn man ein Angebot von Bayern bekommt, ist natürlich klar, dass man da auch mal ein bisschen überlegt, weil die verdienen da gewiss deutlich mehr als jetzt bei Cottbus. Also wirklich deutlich mehr, da sind ja einige Superstars und die haben richtig viel Geld, die Bayern, und dementsprechend kriegen die auch Gehalt. Und vielleicht ist der Nils Petersen auch ein bisschen geldgeil, wie manche YouTuber. Und ist deswegen auch mal nach Bayern gegangen. Oder, ja, vielleicht hat er auch ein paar Entwicklungen gemacht, so was das Taktische angeht. Aber was das Spielerische angeht, kann er ja nicht viel gelernt haben, wenn er nur auf der Bank sitzt und dann nur ab und zu mal eingewechselt wird. Auf jeden Fall finde ich es ein bisschen schade drum. Aber naja, vielleicht wird er ja dann auch irgendwann nochmal nach Cottbus zurückkehren. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall ist Cottbus momentan auf einem sehr, sehr guten Weg. Haben auch jetzt einen neuen Stürmer, der heißt irgendwie Sanogo. Ja, Sanogo heißt er. Weil ich muss gestehen, ich verfolge die Cottbus-Spiele jetzt nicht mehr so stark wie früher. Denn aus zeitlichen Gründen, ich habe da immer Live-Ticker und alles Mögliche geguckt. Jetzt gucke ich mir ab und zu mal nur das Ergebnis an und wie sie in der Tabelle stehen. Und ansonsten mache ich da nicht mehr. Aber naja, ich denke, man muss auch mal ein bisschen abschalten vom Fußball. Aber so ist das eigentlich ganz okay, ja. Jetzt wisst ihr, von welcher Mannschaft ich ja hier so ein bisschen begeistert bin, was so Bundesliga-mäßig angeht. Erste Bundesliga zwar nicht, aber die zweite Bundesliga, die ist ja auch jetzt nicht viel drunter der ersten Bundesliga. Aber naja, das wird schon. Und die Hacke ist kaputt, dann machen wir nochmal gleich eine neue. Machen wir unsere Stöcke? Hier haben wir sie, jawohl. Machen wir eigentlich, wir können auch direkt mal zwei Hacken machen, die geht doch eh wieder kaputt. So, ach man. Maus spinne ich rum. Ja. So. Und wie viel Ach, wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich viel Cobblestone. Und da sieht man mal, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man einfach nur dahin schlägt. Und, mal ein bisschen rumlabert. Dann geht das richtig schnell rum. Und ihr möchtet jetzt gewiss wissen, wer wird Meister diese Saison? Also, das ist sehr schwierig. Bayern ist natürlich sehr, sehr gut gestartet mit 7 Siegen in Folge. Das ist natürlich schon bemerkenswert. Und Dortmund schwächelt so ein bisschen. Aber natürlich sind die jetzt nicht schlecht, die Dortmunder. Aber ich denke, Bayern wird es machen. Bayern wird es machen. Zweiter ist auch schwierig, wer da Zweiter wird. Ich meine, ich tippe, dass selbst Dortmund auch nicht Zweiter wird, weil die sind irgendwie nicht mehr so in der Form, wie sie mal waren. So, jetzt haben wir es. Aber ich denke, die werden auch irgendwann wieder zur Form finden, denn sie haben jetzt schon zwei Meisterschaften hintereinander geholt. Und die stehen ja auch nie unter Druck und die können auch mal Zweiter oder Dritter werden. Also es nimmt ihnen keiner übel. Und deswegen, die machen sich jetzt einen kleinen gechillten, verdienen trotzdem ihr Geld und gewinnen trotzdem noch ein paar Spiele und ja, so werden die dann am Ende Dritter oder so. Und sie werden auch höchst zufrieden sein. Sie wollen natürlich wieder eine Meisterschaft, ist klar, wer will das nicht. Und aber der Jürgen Klopp, der sieht das gewiss auch genauso. Ja, okay, der Jürgen Klopp, der ist eher so einer, der will alles gewinnen, alles holen. Sehr ehrgeiziger Kerl, aber auch ein super Trainer, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Folge ist in 2 Minuten auch wieder zu Ende. Oh, oh. Ja, es gibt ja bald wieder eine neue Folge. Also von daher. Wie sieht es eigentlich mit unserer Holzkohle aus? Och, jetzt haben wir nur 3 Holzkohle. Ist ja lächerlich. Da müssen wir doch tatsächlich hier echt nochmal Bäume abhacken. Und ich wollte mir schon immer mal eine Axt machen. Und das Oh, jetzt habe ich den Zeppelin kaputt gehauen. Na super. Ich verspreche es euch, dass ich auf jeden Fall in der nächsten Folge eine Axt mache. Oder vielleicht noch diese Folge, wenn ich es schaffe.
So, aber auf jeden Fall sind wir in dieser Folge doch relativ weit gekommen. Wir haben 2 Stacks Cobblestone gefarmt gehabt und haben ein bisschen oben an der Plattform weitergearbeitet, beziehungsweise wir haben sie sehr groß dann nochmal verbreitet. Und das ist doch schön. Wir werden das dann noch erweitern mit dem Mob-Spawning. Wenn wir dann auch eine vernünftige Rüstung hätten, kann man hier irgendwie eine Rüstung kriegen? Müsste doch eigentlich irgendwie gehen, oder? Mit Eisen? Ah, wir haben ja nur 3 Eisen gehabt. Müsste also nicht gehen. Ohne Rüstung fighten, das wäre natürlich... Oh, das wäre ja madig. Wo habe ich die Kohle jetzt hingetan? Habe ich die hier rein... Ach nee, da habe ich sie im Inventar. Brauche ich aber nochmal die Stöcke. Da mache ich nämlich gerade noch ein paar Fackeln. So. 12 Fackeln nochmal, dann hätten wir jetzt schon mal 28 Fackeln. 24 stehen da, aber 4 habe ich ja noch hier überall verteilt. Und wir gehen nochmal nach oben und machen mal noch ein bisschen weiter hier bei unserer kleinen Etage hier. Übrigens einen See müssen wir auch noch machen, einen kleinen See, wo wir dann fischen können. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, denn wir haben ja nur eine Wasserquelle und... Wenn wir nur eine Wasserquelle haben, wie soll das funktionieren, dass man 2 Wasserquellen hat? Ich habe es ja mal versucht, man kann nicht mit einer Wasserquelle eine unendliche Wasserquelle machen. Hätten wir noch irgendwo Wasser, würde das natürlich funktionieren, aber haben wir leider nicht. Deswegen geht das auch nicht. Naja. So. Hier nochmal ein bisschen erweitern und dann müssten wir eigentlich hier schon gleich eine super Etage haben, um ein Häuschen zu bauen. Denn ich habe gedacht, wir bauen das Haus hier oben hin und nicht da unten. Und irgendwie kommt hier gerade immer die gleiche Musik, oder meine ich das nur? Oh, und der Cobblestone ist schon wieder weg. Ah, das geht so schnell. Geht's hier runter? Mist. Ja, das ist mal hier gerade mal runtergefallen. Ist dann halt mal so. Und wir pflanzen hier aber auch mal gerade noch nach. So. Aber ich glaube... Die Melonen hier, oder was das ist, die wachsen nicht mehr weiter. Mist, jetzt habe ich hier 2 Seeds bekommen. Das sind übrigens die Pumpkin-Dinger. Müsste also noch nicht fertig sein. Was denn hier passiert? Zu lange ohne Wasser. Okay, die Axt machen wir noch gerade eben. So, aber jetzt haben wir wieder kein Holz. Beziehungsweise Stein. Nicht Holz. Holz haben wir genug, aber kein Stein. Machen wir mal gerade noch ein bisschen. So, dann machen wir noch eine Spitzhacke. Eine Axt für euch. Jetzt bin ich völlig verwirrt, weil ich in den Gedanken woanders bin. So. Und jetzt haben wir eine Axt. Wunderbar, können wir doch mal alles da reintun. Was wir jetzt nicht mehr so brauchen. Hier hätten wir noch einen Melonenseed. Den könnten wir doch... Ach ja, jetzt habe ich ja hier einen Pumpkin-Seed hingepflanzt. Okay, okay, okay. Dann tun wir den hier wieder rein. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich oder hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Zartani.